Willkommen zum Finale von Overlord. Ja, jetzt geht es endlich weiter. Wir stellen uns dem letzten Gegner in diesem Spiel. Es hat eine kleine Pause gegeben, dafür muss ich mich entschuldigen. Nur mir fliegt leider im laufenden Semester gerade alles Mögliche um die Ohren. Deswegen hatte ich da einfach keine Zeit mehr für, das bitte ich zu entschuldigen. Aber dafür geht es jetzt hoffentlich mit neuem Elan weiter. Ihr könnt es sehen, es ist immer noch 85%. Ich bin nicht 100% verderbt. Ja, eigentlich kenne ich das Spiel. Und deswegen hätte ich es eigentlich auch besser wissen müssen. Das Turmherz ist blockiert. Das Spiel zwingt einen jetzt in diesem Bosskampf. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht die Bauern eben noch abmetzeln. Und ich kann leider auch nicht die letzte Mana-Säule und die letzten zwei Lebenssäulen holen. Das heißt, wir müssen mit dem in den Kampf gehen, was wir jetzt haben. Eigentlich sollte das reichen. Und deswegen begeben wir uns jetzt zum Turmherz, weil Vanessa hat da ja irgendwas vorgehabt. Alle sind dahin gerannt, haben uns hier alleine stehen lassen. Eine bodenlose Frechheit ist das, finde ich. Und deswegen gucken wir doch jetzt mal, wo die Party so steigt. Dummes Kind, du hast das Turmherz beschädigt. Vertraue nie deiner Familie. Egal, sobald ich eure Energie aufgesaugt habe, werde ich es wiederherstellen. Schergen! Oh nein, ich werde angegriffen! Ich werde angegriffen! Von Schergen! Von dunklen Schergen! Jetzt kann man sich hier mal aus der Nähe vielleicht sehen. Das sind die dunklen Schergen des alten Overlords, die mich jetzt hier übel angreifen. Mir sogar ein bisschen... Oh nein! Oh Gott, jetzt kommen die Grünen! Weg von mir! Runter! Ja, die Grünen sind echt unangenehme Gegner. Ah. Jetzt wird einem erstmal bewusst, was für unangenehme Gegner Schergen generell sein können. Ihr hättet ein Held sein können. Seht euch jetzt an. Es ist mir gelungen, das Turmherz zu schwächen, Schatz. Kümmert ihr euch jetzt um ihn. Holt euch die Schergen zurück. Nur so habt ihr eine Chance. Da drin sind Käfer. Gibt es denn hier niemanden, der mal kehrt? Es geht nichts über ein Mahl mit Unterhaltung. Ah, wir haben unsere Zauber zurück. So sieht das schon viel besser aus. Ja, Vanessa hat das Turmherz etwas durch den Wind gebracht. Meister? Meister? Meister! Die Braunen! Kollege, du bist mein Nationalheld. Auch wenn du in mir drin stehst, aber du bist trotzdem mein Held. Die Braunen bleiben uns also erhalten. Sind das nicht loyale Kerle? Ah, ich habe wieder volles Leben. Ein guter Overlord. Vielleicht vermisse ich euch. Das ist schön zu hören, Gnarl, obwohl du mich einfach lange betrogen hast. Overlord als ihr, aber ihr habt schnell gelernt. Anscheinend haben die Leute uns doch was zu sagen. Seid nicht verdrossen. Ihr habt euch gut geschlagen. Ja, ich habe die ganze Welt erobert. Was will man noch mehr machen? Meine ich. Wenn ihr ihn besiegt, nehme ich euch gern zurück. Diene ich euch wieder. Ja, das habe ich durchaus verstanden, mein Junge. Ich gebe zu, ihr habt mich beeindruckt und für ein wenig Leben gesorgt. Willst du noch was sagen? Ich habe mich an euch gewöhnt. Versucht nicht zu sterben. Ich gebe mir die beste Mühe. Ihr wart ein guter Overlord.
Vielleicht vermisse ich euch. Haben die beiden uns auch was zu sagen? Na, mit Sicherheit, oder? Ich helfe meinem Vater auf der Welt für Ordnung zu sorgen. Das sehe ich. Das Böse weiß, was zu tun ist. Das Gute weiß nur, wie es das Böse findet. Ihr habt meine Schwester gewählt. Ich bitte euch. Jetzt sei doch nicht dauernd so eingeschnappt deswegen. Ich weiß, wie das Böse funktioniert. Sie weiß nur, wie es aussieht. Ja, solange ich weiß, wie es funktioniert, reicht das doch, oder nicht? Vater ist jetzt etwas anders, aber immerhin ist er wieder da. Ja, er hat sich auch kaum in seinem Aussehen verändert oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich halte nichts von Rache. Mein Vater übernimmt das für mich. Und wen soll er bitte rächen? Dich? Du bist so egoistisch. Ich helfe meinem Vater, auf der Welt für Ordnung zu sorgen. Gut, und Vanessa, du auch noch? Tut mir leid, Schatz. Er war plötzlich da, mit dieser braven Jungfer im Schlepptau. Ich halte nichts von Verlierern, mein Schatz. Also beweist euch. Noch was Geistreiches? Wenn ihr gewinnt, gehöre ich euch. Wenn nicht, nun ja, dann ist es auch egal. Ach, das ist aber nett von dir. Er sieht wie Paps aus. Wenn das nicht Grund genug ist, ihn zu töten. Gut, damit habe ich ein Motiv. Ich dachte, wir würden meine Schwester nicht mehr sehen, aber sie taucht immer dort auf, wo sie unerwünscht ist. Tja, das kennt man doch, oder? Seid nicht so hart zu Gnarl. Der seltsame Kerl hat nur seine Arbeit getan. Seit wann nimmst du ihn denn in Schutz? Was ist denn mit dir los? Tut mir leid, Schatz. Er war plötzlich da, mit dieser braven Jungfer im Schlepptau. Gut, ich fand das nochmal relativ wichtig, das mitzunehmen. Kann ich noch mehr rufen? Ja, bestimmt, aber... Boah, ist das eine super Truppe. Ja, das ist immer noch schlagkräftig. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo hat der Kerl die Wand eingeschlagen. Ach, da hinten. Ja, Gnarl ist halt leider auch nur ein Diener des Overlords und des Bösen. In gewisser Weise hat er natürlich nur seine Arbeit getan, aber sehr glücklich bin ich darüber trotzdem nicht. Ist ja klar. So, jetzt gibt es wieder Käfer. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es gibt Käfer. Toll! Hat es Spaß gemacht, eure alten Freunde zu töten? Wisst ihr nicht mehr, wie sie euch zurückgelassen haben? Der Turm erinnert sich. Er hat ihr Wimmern aufgesogen. Ihren Verrat! Hört ihr sie? Ist er tot? So einen Sturz kann doch niemand überleben. Helfen wir ihm. Er kämpfte mit uns. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Nein, wir gehen. Wir nehmen, was wir können und hauen ab. Er hat recht. Wir haben das Böse besiegt. Der Rest ist sein. Das ist so ein Kobold-Nester-Dingsbums. Dann fanden euch die Schergen. Heilten euch, bereiteten euch auf meine Nachfolge vor. Vorübergehend. Nein, es ist dauerhaft! Ich werde der Overlord bleiben! Ah, Schergen gegen Schergen. Hopp, 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 hopp. Ich lasse mich jetzt nicht von diesen anderen Schergen aufhalten. Das ist alles Zeitverschwendung. Ja, dass man jetzt nochmal die Schergennester sich holen muss, da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Ich meine nicht, dass ich schon innerhalb des Let's Plays jetzt schon ungefähr 10 bis 15 Videos damit verbracht habe. Seid nicht verdrossen. Ihr habt euch gut geschlagen. Sag mal, du musst jetzt hier unbedingt noch Stunk machen. Moment. Wenn ihr ihn besiegt, nehme ich euch gern zurück. Diene ich euch wieder. So,
So, und jetzt müssen wir das rote Nest holen. Und ich denke, dann können wir das grüne holen und dann das blaue. So wie das im Spielverlauf eben schon immer war. So. Oh nein! Nein, komm schon! Rückzug! Overlord bleibt wieder an einem Stein hängen, ist ja wieder episch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Turm noch über so ein großes Anhanggebiet verfügt. Macht sie platt. So, lass mich raten. Jetzt muss ich auch noch... Na, wo sind sie denn? Ich gebe zu, ihr habt mich beeindruckt und für ein wenig Leben gesorgt. Jetzt habe ich ja immer noch zu viele. Ihr solltet doch ins Nest zurück. Ach, das war das falsche Nest. Tut mir leid, Leute. Mein Fehler. So, jetzt passt es. So, jetzt kommen bestimmt schon wieder die Schergen. Ja, genau. Ist ja nicht so eine schlechte Idee, aber irgendwann wird es doch etwas ausgelutscht. Betätigt das Rad. Schon eine geile Landschaft irgendwie. Muss man echt sagen. Das war immer so der VIP-Bereich hier wahrscheinlich, zu dem wir bisher nie Zugang hatten. Jetzt haben wir Zugang. Ist das nicht schön? So, ach, und jetzt haben wir noch das Wasser dabei. Ja, 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 ja. Komm, ihr braucht mir jetzt hier gar nicht erst dumm anzukommen. Weg da, weg da. Ups. Oh shit. Ja klar, warum können denn die anderen Schergen schwimmen? Was soll denn der Scheiß? Halt! Nein, doch nicht. Dreck. Dreck und nochmal Riesendreck. Lass das mal den richtigen Overlord machen, ja? Ach, war das jetzt wieder unnötig. Echt, ich hätte mir Sicherheitsblaue einpacken sollen. Sag mal, könnt ihr mal aufhören? Stark sind sie ja wirklich nicht. Das ist der einzige Vorteil. So, das muss jetzt aber hoffentlich reichen. Und so wie ich das an den Anzahlen sehe, ist bisher auch noch keiner der anderen Schergen zum Glück gestorben. Nein! Langsam geht mir das Mana aus. Das ist irgendwie doof. Nein! Hört doch mal auf damit! Also dieser Dauerspawn ist scheiße. Ja, und du musst dich auch noch einmischen. Sicher, als ob es noch nicht genug wäre. Was ist denn jetzt schon wieder? So, seid ihr auch wieder da? Ihr anderen Schergen unter Wasser.
Nein, sieht nicht so aus. Hey, wo kommen denn die jetzt schon wieder her? Also dieser Endlos-Spawn ist ja nur scheiße. So. Oh Mann. Ja, also so viel lässt sich da irgendwie auch gar nicht mehr zu sagen. Och Jungs, jetzt kommt doch endlich, Mensch. Oder wollt ihr, dass die euch einholen? Oh nein. Oh, das hat ja lang genug gedauert. Puh, gut, damit wissen wir wirklich, was zu tun ist. Das Böse weiß, was zu tun ist. Das Gute weiß nur, wie es das Böse findet. Gut. Und weiter geht's. Das ist reine Zeitverschwendung. Echt jetzt? Widerstand ist zwecklos. Und dadurch, dass die Viecher wirklich bei jedem Scheiß wiederkehren, wird es irgendwann einfach nur nervig. Und da die nichts aushalten, ist es noch nerviger. Ich meine, dadurch kann man sie schnell erledigen, aber man weiß genau, eigentlich hätte man sich diese Gegner auch schenken können. Grüne, macht mal. Ja, kommt her, greift mich an. Oh, jetzt auch noch ihr. Ja, genau, ihr wollt es ja auch noch wissen. Ja, sicher. Lass mich doch mal los. Mensch. Fällt dir einfach ein Overlord so an. Mann. So hat mich noch nie einer besprungen. So, die machen wir auch noch kaputt. Der Form halber. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Rad. Wofür auch immer. Was soll denn da noch sein? Warum haben wir eigentlich diese organisch-elfischen Brücken bei uns? Ach, das ist eine Blutgrube, okay. Gut, also nichts Weltbewegendes mehr. Schönes kleines Randgebiet, was wir hier noch dazu gekriegt haben, jetzt im Turm. Boah, das ist schon ein geiler Ausblick. Also wir sind, denke ich, doch nochmal ein Stück unten drunter. Nur die Lava bewegt sich irgendwie nicht. Aber das kann mir egal sein. Dieses Zischen macht mich total wahnsinnig. Ach, die Käfer sind wieder da. Das ist ja eine Überraschung. So, da vorne ist die Tür, die uns zu dem alten Overlord führen wird. Und dann werden wir beim nächsten Mal die Sache ein für alle Mal beenden. Und deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal.